Das letzte Mal bei Devil May Cry. Dante fand heraus, dass eine spontane Selbstentzündung ist und muss nun doch mit weißen Haaren leben. Zumindest manchmal. Ich eigne mich nicht mehr für Gewalt. Ich kann nicht fortfahren. Danke, Phineas. Es war kein wirklicher Gefallen. Ich will, dass Mundus vernichtet wird. Und jetzt glaube ich, dass du eine Chance hast. Was hat deine Meinung geändert? Du hattest recht. Du bist nicht nur wie dein Vater. Ich sehe auch deine Mutter in dir. Wenn du Mundus hart treffen willst, gibt es Folgendes. Nun, Mundus hat nahezu endlose Macht. Doch er hat eine Schwachstelle. Er hat eine Schwachstelle? Ja. Sein Weib, Lilith. Seine Schwäche ist seine Liebe für sie? Mundus. Liebe? Ganz sicher nicht. Dennoch ist sie für ihn vor kurzem zum wichtigsten Wesen der Welt geworden. Ich habe es gesehen. Lilith. Sein Weib wird sein Kind gebären. Seinen Erben. Du willst Mundus verletzen. Töte Lilith. Töte das Kind. Nichts wird ihm mehr wehtun. Doch sei gewarnt. Mundus Wut kennt keine Grenzen. Tausende könnten dabei sterben. Gute Jagd, Meister. Hey, Schuss, Leute, ich bin Shazodarino 5. Willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry. Ja, wir stehen jetzt im Grunde in der Mission, wo es nichts zu holen geht, wo wir im Grunde einfach durchrushen können, weil wir stehen vor unserem nächsten großen Bosskampf. Deswegen, ehrlich gesagt, ich mag den Boss mal abgesehen von seinem Namen. Da kommen wir aber noch zu. Ich mag allgemein, wie das Ganze jetzt gleich aussieht. Laserbeam! So ein großer Laser, so ein kleines Ziel. Endlich habe ich deine Aufmerksamkeit. Wo soll ich nochmal hin? Ach da. Flop. Auf jeden Fall, es gibt hier, wie gesagt, in dieser Stage nichts zu holen. Absolut rein gar nichts. Das heißt, man muss sich nicht um irgendwelche Schlüssel oder Seelen konzentrieren, sondern man kann einfach durch die Kamera, die gerade ein bisschen abgefuckt war, einfach kann man durchrushen und muss sich eigentlich wenig Gedanken um irgendwas machen. Mal abgesehen von dem Boss, weil der, ne, der wird nicht problematisch, der ist eigentlich verdammt einfach. Bin ich jetzt im Fernsehen? Nee, ich finde diesen Part hier eigentlich verdammt cool. Es ist eigentlich nichts, was hier wirklich passiert, außer ein bisschen Plattforming. Aber ich finde die Idee und wie es aussieht einfach irgendwie verdammt cool. Mal so in so einem Fernsehsender zu sein. Und im Grunde ist es eigentlich nur der letzte Raum wirklich vor dem Boss. Mehr ist das nicht hier. Einen tieferen Sinn hat dieser Raum nicht. Ich weiß gar nicht, ob dieser Riesen-Newsletter einen verletzen kann da. Hey Bob, Daddy ist zu Hause. Und erinnert natürlich gar nicht an den MCP.
Ja, Bob, der Meister. Da haben sie einfach Meiner Ansicht nach sind die Terroristen ekelhaft, menschenunwürdig, grausam, schmutzig, unzüchtig und allgemein wird mir vom Gedanken an sie übel. Der Schlimmste von allen ist Dante. Die ganze Welt würde von seinem Ende profitieren. Ja, vor allem, weil Gott auch... Ich find's geil, wie wir einfach für Dante keine Stimme hatten in dem Moment. Du bist weder groß noch clever, Dante. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Dieser Boss ist eigentlich simpel. Ihr stellt euch immer auf die leuchtenden Plattformen und setzt dann euren Sprungangriff mit den Fäusten ein. Mehr ist das nicht. Und dann könnt ihr ihm eigentlich schön auf die Fresse schlagen. Dabei solltet ihr einmal weggehen. Ach, verdammt. Ja. Also eigentlich dieser Boss ist nichts außer sowas mal ausweichen. Auf höheren Schwierigkeitsgraden kriegt er noch dazu, dass man diese Schalter öfter treffen muss. Aber sonst ist eigentlich an diesem Boss wirklich nicht viel bei, außer dass er mich verdammt stark von Tron an den MCP erinnert. Nebenbei möchte ich sagen, Bob Barbers sagt immer, er verrichtet Gottes Werk. Ich finde das im Grunde ziemlich krass, weil so wie man das im Religionsunterricht immer gelernt hat, Gott würde nie so über einen Menschen urteilen. Und ich sag's mal so, tut euch mal an, was die hier über einen labern. Es ist im Grunde krank. Was sie für Scheiß erzählen. Aber es ist geil, dass man hier einfach mal gegen so diese 0815 Gegner kämpfen darf. Soll mehr als 12 Leute getötet haben. Ja, machen wir 13 draus. Noch viel schlimmer. Er trieb sich durch die zwielichtigen Bereiche der Stadt und verbreitete schmutzige Geschlechtskrankheiten unter der Bevölkerung. Und sind das nicht die besten, Bob? Ja. Ich bin hässlich. Es gibt so ein paar Angriffe, so wie diese. Die sind sogar ein bisschen tricky zum Ausweichen. Aber auch nicht wirklich. Man muss eigentlich immer nur gucken, wo man die Lücken sieht. Das kann manchmal ein bisschen tricky werden, aber eigentlich nicht wirklich. Und dann kann man ihm so lange ins Gesicht schlagen, wie einem lieb ist. Und deswegen liebe ich meinen Job. Einen großen Moderator-Mob in die Fresse schlagen. Geil ist, bislang habe ich nur einmal wirklich von so einem Biest hier Schaden genommen, mehr nicht. Und das war jetzt ungut. Das Gute ist, diese Schalter negieren auch, ja, sowas. Das ist so eher ein Angriff, den ich verachte, weil der einfach manchmal scheiße rüberkommt. Guck mal, noch ein Auge. Darf ich mal reingucken? Das sind heftige Nachrichten, Bob. Ja, wo auch immer wir jetzt sind. Dann hat er einfach Leute getötet. Ja, ja. Es ist wie RTL. Oh, jetzt habe ich das auch noch angesprochen. Ich sollte echt mein Maul halten. Wobei, nö. Ganz ehrlich. Ich verrichte vielleicht nicht Gottes Werk, aber ich habe wenigstens mal die Eier, meinen Mund aufzumachen. So schaut's aus. Hat sich herausgestellt, dass Dante Teil einer terroristischen Gruppierung ist, die der Horde genannt wird. Ich habe eine Nachricht für diesen Horde. Ach, du hast eine Nachricht? Du kannst reden? Sucht nach euch. Jede Kamera an jeder Straßenecke, jeder Polizeibeamte im Land, in der ganzen Welt. So, kommen wir mal zu dem Punkt, wo mich dein Gelaber mal interessiert. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin Bob
Gleich bist du es nicht mehr. Gleich bist du nur noch ein Bremsstreifen. Ich unterbreche diese Sendung mit wichtigen Neuigkeiten. Uns wurde gerade berichtet, dass die terroristische Organisation, die für die kürzlichen Anschläge verantwortlich ist, gefunden wurde und im Moment von Sondereinsatzkommandos gestürmt wird. Na, fuck. Zwei der Terroristen, die von diesen Bildern bekannt sind, wurden im Versteck entdeckt. Wie unfair. Dante kriegt, Virgil kriegt drei Bilder. In einem anderen Teil der Stadt in einem zweiten Polizeieinsatz in die Enge getrieben. Meine Damen und Herren, Sie können sich absolut sicher sein. Die Verantwortlichen werden jeden Moment gefasst. Tot oder lebendig. Ich bin Bob Barbas vom Raptor News Network. Ich verrichte Gottes Werk. Gleich nicht mehr. Fickt euch! Ihr seid umzingelt! Ihr alle! Wir werden euch zerschmettern! Das machen wir live! Das macht... Du hältst mal schön die Backe, dein Gelaber geht mir auf den Keks. So. Jetzt müssen wir das Ganze nämlich schon dreimal treffen. Macht jetzt hier... Ich falle immer wieder drauf rein, auf diesen einen Angriff. Und dann bin ich meistens zu doof, mich daraus zu befreien. So, und jetzt... Gibt's Dämonenfäuste in dein Gesicht! Eilmeldung für dich, Bob! Du bist gefeuert! Oh ja, yeah, meine Babys. Auf euch habe ich gewartet. So long, sucker. Oh, ich liebe diese Waffen. Mach doch ruhig weiter. Du hast eh schon verloren. Neue Waffe freigeschaltet. Aquila. Zwei blitzschnelle Waffen, deren hohe Reichweite und mitreißende Angriffe bei großen Gruppen schwache Gegner äußerst zerstörerische Waffen. Das Ding, die beiden, das ist so die geile Waffe. Beste Waffe in-game, möchte ich schon sagen. Weil sie ist, glaube ich, mit die einzige, die... die Möglichkeit hat, Gegner aus höherer Distanz an mich heranzuziehen. Und ich glaube, das kann sonst keine Waffe. Gegenstände, ach ne, habe ich ja gar nicht. Verbesserung, nämlich will ich in Aquila auch gleich ein bisschen was reinsetzen. Einmal möchte ich das hochsetzen, Buy-in, das war das, was ich... Ja, das brauche ich für meine Combo. So, Round. Das brauche ich auch. Plänkel, das ist die Luft-Kombo. Aerial Buy-In. Das ist auch ganz gut eigentlich. Der ist auch gut. Es gibt so viele gute Angriffe bei dem Ding. Also da werde ich jetzt erstmal alles reinballern, bis auf ein paar Angriffe vielleicht. Aerial Buy-In, brauche ich das? Oder hole ich mir erstmal Kaliber? Eigentlich nicht. Das ist eigentlich, wenn man mit Aquila so eine Solo-Kombo machen will, kann man gut den Angriff nutzen. Also man fängt, wenn man mit Aquila nur machen will, zieht man sich mit Bayern erstmal alle Gegner ran und dann setzt man Tornado ein. Das ist eine richtig starke Massen-Kombo, möchte ich mal sagen. Aber ich habe eine andere, die setzt auch noch gleich Osiris mit ein. Deswegen habe ich mir vorhin auch den einen Angriff dazu geholt. Das brauche ich nicht... Wir sparen erstmal. Wir sparen erstmal, würde ich sagen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Devil May Cry. Bis zum nächsten Mal. Tja, Leute.